Holy moly, was geht denn gerade in England ab? Ihr habt das vielleicht mitbekommen oder auch nicht. In den Medien, gerade in der Tagesschau, wird es ja so betitelt, dass es Rechtsextreme sind, die Ausschreitungen in England provozieren und dort beispielsweise auch Polizisten angegriffen werden oder auch Moscheen. Was ist wirklich passiert? Was sind die Tatsachen? Was kann ich euch hier heute präsentieren und dazu sagen? Fangen wir als allererstes einmal damit an und ich zeige euch das Video, was ich euch jetzt hier einspiele, was... Yes. I know, I think the other one's fainted, he's on the floor. No, it's not too far from Basildon. Den Täter, der dort Kinder, minderjährige Kinder, mit einem Messer chirurgisch ins Jenseits befördert hat. Es ist einfach nur richtig erschreckend, sowas zu sehen. Dort sind mehrere Kinder verschieden und einige Kinder sind immer noch im Krankenhaus. Das Ganze ist natürlich in Kombination mit einer Taylor Swift Tanzparty bzw. dem Tanzunterricht. Die Tanzlehrerin wurde übrigens auch verletzt. Und wir sehen hier... ein Täter, der das alles getan hat. Ein 17-Jähriger. Und wie ihr euch natürlich denken könnt, heißt der Axel. Und wenn ihr jetzt denkt, ich mache Spaß, nee, der heißt wirklich Axel. Axel Mugava, kann ich nie aussprechen. Und diese Situation macht natürlich etwas mit den Menschen, die in England leben. Sie sehen, das könnte auch mein Kind gewesen sein. Also, es gibt ja einige Taylor Swift-Fans rund um die Erde. Und wenn so etwas passiert, dann muss man sich doch an den Kopf fassen. Aber wie ihr natürlich wisst, ist dieser Mensch einfach nur Opfer seines sozialen Umfelds. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Diese Veränderung, dieses bessere Land. Er hatte ja nie eine Chance, sich vernünftig zu integrieren. Und das führte dann zu dieser wunderherrlichen Bereicherungstat. Dass in England die Menschen dann auf die Straße gegangen sind und Polizisten attackiert haben, sehe ich persönlich kritisch. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, dass sie nicht mehr möchten, dass es so in ihrem Land weitergeht. Ich bin gespannt, wie die Situation in England noch weiter eskalieren könnte oder wird. Wir haben ja vor einer Woche schon extreme Ausschreitungen gehabt. Dort wurde dann nicht so wirklich darüber berichtet, weil dort sind dann nicht Engländer auf die Straße gegangen. Nein, dort sind dann zumal arabischstämmige bzw. der Religion frönende Menschen auf die Straße gegangen, weil in Bangladesch etwas passiert ist. Und das muss man dann natürlich auf der Straße ausüben und dann die Polizei mit Steinen beschmeißen. Das ist genau das Gleiche wie das, was gestern in England passiert ist. Nur die Täter sind halt andere. Ich persönlich kann nur sagen, ich befürworte es absolut nicht, Gewalt anzuwenden. Doch ich kann den Unmut in der Bevölkerung halt vollkommen nachvollziehen. In Deutschland machen wir uns mal nichts vor. Der Michel, solange der arbeiten kann, geht der nicht auf die Straße. Erst wenn der Arbeitsplatz wegfällt und die Leute keine Option mehr haben, arbeiten zu können, dann gehen die auf die Straße. Aber sowas wie in England könnte halt die Runde machen und ich bin gespannt, was dort noch passieren wird. In den deutschen Medien wird es natürlich als rechtsextrem geframed. Da direkt mal ganz klar Statement geben und pauschal die Leute, die dort waren, alle über einen Kamm scheren. Das ist natürlich das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerne macht und wo ich persönlich nur sagen kann, dafür zahle ich doch gerne für diese neutrale Berichterstattung. Ja, natürlich ist es extremistisch, wenn man Polizisten mit Steinen bewirft. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber alle Leute pauschal da mit in diesen gleichen Topf zu werfen, finde ich hoch fragwürdig. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass der Öffentlich-Rechtliche eine neutrale Berichterstattung
durchzuführen hat. Weil wenn das, was in England rechtsextrem wäre, dann müsste man da bei diesem Fall in Hamburg jetzt, dort ist ein Afghane 24, der eine katholische Messe gestürmt hat, wo dann die Polizei eingreifen musste, das müsste man dann natürlich auch als extremistisch einordnen. Aber das wird natürlich nicht gemacht von den Medien. Der junge Afghane hat den Gottesdienst mit lauter Musik und Palästina-Flaggen gestört. Und ja, es wurde hier keine Gewalt angewandt, aber muss es erst dazu kommen, dass wechseln wir die Palästina-Flagge durch ein Klappi aus, dass es dann zu schlimmeren Taten kommt? Also man muss ja ganz klar die Sachen beim Namen benennen und ich kann nur sagen, wir haben in Europa ein Riesenproblem. Auch haben wir ein Riesenproblem, weil halt nicht vernünftig darüber gesprochen wird. Würden wir jetzt die Grenzen schließen und niemand würde nach Europa kommen, niemand würde nach Deutschland kommen, dann haben wir in Deutschland trotzdem einen extrem großen Haufen Arbeit, dem wir uns widmen müssen. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich das alles irgendwie wieder in Schall und Rauch und die beste Integration überhaupt verwandelt. Nein, wir müssen ganz klar sagen, so wie Olaf Scholz es auch gesagt hat, wir müssen uns die Leute aussuchen, die nach Deutschland kommen. Aber wir suchen uns irgendwie niemanden aus, sondern die Leute kommen hier hin und sobald sie einmal hier sind, gibt es dann noch vom Staat on top Sozialhilfen und den Familiennachzug, der ein riesengroßes Problem ist. Und ich weiß, das Ganze ist natürlich bubu böse und darf am besten überhaupt nicht besprochen werden. Aber wenn wir die einen im Öffentlich-Rechtlichen als Rechtsextreme framen, dann müssen wir das Gleiche halt auch bei diesen Tätern aus Bereicherungsländern wie Afghanistan machen. Wenn das religiöse Täter sind, die eine gewisse Ideologie verfolgen, dann sollen sie doch in diese Länder gehen und sie dort umsetzen. Aber so etwas brauchen wir definitiv nicht in Deutschland. Gebt mir mal einen Kommentar, ob ich das so richtig sehe und ob du meine Meinung teilst oder bin ich hier vielleicht viel zu freundlich, um das auszudrücken und ihr seid eigentlich schon zu Hause explodiert, weil der Puls schon auf 180 ist. Man muss über diese Gewalt reden und das macht die Politik halt leider sehr, sehr einseitig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Es wird garantiert auch wieder Bienenfragen geben, doch vielleicht jetzt eine Woche mal nicht, um zu gucken, was die Statistiken sagen. Und vielleicht gibt es dann lange Videos zum Thema Bienen oder ihr schreibt mir in die Kommentare, ihr wollt viele Bienenfragen haben. Also vielleicht jedes Video eine Bienenfrage, wie es früher war. Schreibt es mir in die Kommentare, eure Meinung ist mir nämlich wichtig. Und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.